Hallo, hier ist Anna. Ich habe euch etwas schon über Antiparasitenkur erzählt und heute möchte ich ein bisschen detailliert reingehen, damit ihr wisst, was ich da mache bei diesem Problem. Und zwar, dieses Problem betrifft fast jeden. Man kann sie nicht von Parasiten schützen. Die Eier von Parasiten kann auf Kräuter sein, kann auf Fell von den Haustieren sein, kann in Erde sein, und das können wir ja fast überall aufnehmen. Natürlich kann man das durch das Waschen oder Einlegen, zum Beispiel Obst und Gemüse in eine sehr salzige oder Wasser mit Soda oder diese basische Wasser, aber das garantiert uns trotzdem nicht, dass wir alle Parasiten damit töten. Ich habe das auch Experiment gemacht mit Petersilie, die mit Parasiteneier ja belegt wurde, also die Blätter. Man kann das unter dem Mikroskop sehen und habe dann in eine sehr, sehr salzige Lösung, Wasserlösung eingelegt. Und nach 20 Minuten war dann noch ja, fast alles weg, aber trotzdem ein paar Eier noch drauf. Deswegen kann man das nicht hundertprozentig immer garantieren, dass wir keine Parasiten haben. Die zu töten ist auch keine Lösung. Also diese medizinischen Präparate, die dazu gibt, töten die zwar, aber auch haben sehr viele Nebenwirkungen. Deswegen ist am besten so eine innere Milieu zu schaffen, die Parasiten einfach keine gute Lebensbedingungen bilden oder geben, sodass sie dann selber gehen. Nachweis Parasiten im Stuhl ist auch nicht immer möglich, weil oft sind sie sogar so klein, dass sie irgendwo im umliegenden Gewebe sich befinden. Also die sind zum Beispiel in die Darmwand drin oder sogar in andere Gewebe, in andere Organe und kommen nur auf Nacht zum Beispiel in den Darm, saugen sich voll mit Nährstoffen und legen da seine Eier ab. Ob man die dann im Stuhl findet, ist fraglich. Deswegen nicht jeder Stuhltest kann uns tatsächlich sagen, ob wir Parasiten haben. Und hier ist eine Parasitenkur, die ich schon ausprobiert habe. Und jetzt erzähle ich ein bisschen, was da dabei ist. Also wir fangen mal immer wieder mit lebendiges Wasser an. Also wie gesagt, mit Korallenmain kann man das ganz gut Wasser aus totem Wasser, lebendige Wasser machen. Ich habe ja schon darüber Video gemacht und habe gezeigt, diese wunderbare Wirkung von Korallen. Das könnt ihr dann auch mal ausprobieren. Einfach auch so zwischendurch immer lebendiges Wasser zu trinken. Und bei Antiparasitenkur ist das besonders empfehlenswert, damit wirklich auf Zellulärebene alles gereinigt wird. Weil 80% von unseren toxischen Stoffen auch sind wasserlöslich. Und bei Parasiten entstehen auch sehr viele Toxine, die man ausleiten soll. Zweites Mittel heißt Paraffeit. Hier sind sehr viele Kräuterextrakte drin, die auch ja, Parasiten nicht mögen. Und ich lese euch jetzt kurz, was da alles drin ist in diesem Mittel. Schwarze Walnussblätter, Gewürznelken, Anzianwurzel, Kamillenblüte, lange Pfeffer, Schafgarbe, Eibischwurzel, Knoblauchknolle, Minzblätter, Thymian, Salbei, Oregano, also wirklich sehr viele Bitterstoffe, Kräuter mit Bitterstoffen, viel auch scharfe Gewürze, also alles das, was die Parasiten vertreibt. Und diese Mittel Paraffeit habe ich dann in der Früh vor dem Frühstück 30 Minuten davon und dann nach dem Abendessen, circa 2 Stunden danach, jeweils eine Kapsel genommen. Zweite Mittel heißt Pau de Arco, das ist Ameisenrindebaum oder Wirkstoff Lapachol, der hier sehr, sehr gut wirkt. Der wurde schon in ja, verschiedene Völker in Amerika zum Beispiel bei verschiedenen Problemen als Heilmittel eingenommen. Lapachol wirkt gegen verschiedene Bakterien, zum Beispiel Escherichia coli. Er wirkt gegen verschiedene Viruserkrankungen, zum Beispiel auch Herpesvirus. Der wirkt gegen Mukosen im Darm, also Candida-Befall. Man kann auch bei Beginn der Erkältung im einfachen
im Mund zergehen lassen, also kauen, um das Erkrankung, also die Entzündung im Mundraum zu stoppen. Also wirklich wunderbare Pflanze in dem Sinne und mit wunderbaren Wirkstoffen. Davon habe ich auch in der Früh und auch nach eine Kapsel eingenommen. Nächste Mittel ist Alomanan, besteht aus Aloe Vera Gel. Und Aloe ist ja dafür bekannt, dass er sehr stark antientzündlich wirkt. Und bei diesem Fall, wie gesagt, kann man auch damit kaputte Darmschleimhaut unterstützen oder reparieren teilweise. Diese Mittel enthält auch Leinsamen, die auch einen Schleim bilden können und ein bisschen die Darmschleimhaut schützen, unterstützen und wirken natürlich durch das Ballaststoffe sehr stark präbiotisch. Und erleichternde durch diese Schleimstoffe und Ballaststoffe auch Stuhlgang, weil die Parasiten müssen auch oder können nur mit dem Stuhl dann ausgeschieden werden. Davon habe ich auch eine Kapsel in der Früh und eine Kapsel auf Nacht eingenommen. Nächste Mittel ist etwas speziell, der heißt Opistop und wirkt gegen sogenannte Opistoriasis. Gegen kleine und große Leberegel. Also es gibt Katzenleberegel, es gibt kleine Leberegel, aber es ist egal. Er wirkt praktisch gegen alle diese Parasiten, die von allem die Gallenwege verstopfen und Gallenfluss behindern können. Auch durch seine rein pflanzlichen Komponenten, also ich lese euch nur kurz vor, was hier alles drin ist. Wir haben hier Hagebutterextrakt, Lakritzwurzel, amerikanische Zitterpappel, lange Pfeffer, Schafgarbe und Rheinfarnblütenextrakt. Von den Mitteln habe ich auch eine in der Früh und eine auf Nacht eingenommen. Also im Großen und Ganzen habe ich in der Früh praktisch vier Kapseln mit lebendiges Wasser eingenommen und auf Nacht vor dem Schlafen auch vier Kapseln mit lebendiges Wasser eingenommen. Es gibt dann noch ein Mittel, der heißt Papaya oder wie gesagt Papaya-Extrakt mit Papaya-Frucht und Fleisch zusammen. Papaya ist dafür bekannt, auch als Pflanze, dass sie ganz gut Proteine lösen kann. Deswegen, wenn irgendwelche Parasiten kaputt gehen, damit sie da sehr schnell zerlegt werden und unsere Körper nicht mit toxischen Stoffen belasten, sollen wir auch diese Mittel zu sich nehmen oder einfach jeden Tag frische Papaya essen. Wer jetzt dies in trockene Form einnehmen möchte, dann soll man das nach jeder Mahlzeit zwei Stück einfach im Mund zergehen lassen. Das ist so Presslinge. Und jeden Abend soll man auch Darmflora wieder aufbauen, weil wo Parasiten war, entsteht meistens oder Pilz dann, Candida oder auch pathogene Flora siedelt sich ein und bei dieser Kur ja, besteht wirklich Umwandlung, vieles geht raus und Neues oder wie gesagt, dieses Neues Gutes muss wieder rein. Deswegen ist meine probiotische Abendmahlzeit wieder, über den habe ich schon mal erzählt. Ich nehme Probiotika in Form zum Beispiel von Superflora, drei Kapseln auf Nacht und dazu Präbiotika. Präbiotika, das sind Ballaststoffe und verschiedene Mittel, die jetzt viel Faser enthalten. Das kann Luzerne sein, Spiruline sein, auch irgendwelche andere Algen oder grünes Gemüse. Und das wird Präbiotika genannt, weil das ist jetzt Nahrungsstoff für unsere probiotische Bakterien. Davon habe ich auch drei Kapseln eingenommen. Und zwar beides, wie man sieht, abends. Dieses Antiparasitenkur mache ich einmal pro Jahr, immer vor meinem Leberreinigungskur und bin sehr zufrieden damit. Wo man die Produkte bestellen kann, Link lasse ich euch unten in der Infobox für diejenigen, die das auch mal ausprobieren möchten. Schreibt mir eure Fragen in den Kommentaren oder auch über Kontaktformular an. Ich werde die, wenn ihr E-Mail-Adresse hinterlässt und euren Namen, auch beantworten. Abonniert meinen Kanal, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Unterstützt mich mit Daumen nach oben. Teilt dieses Video weiter.
Ich wünsche euch, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.